Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klaus rasiert sich. Ja, das Jahr neigt sich dem Ende zu und ja, ich würde mal sagen, für 2019 wird es wohl die letzte Rasur werden, die ich so tätige, als auch halt online stelle. So, von daher habe ich mir ein bisschen was Besonderes überlegt. Ja, an der Stelle schon mal danke an Mehmet für diesen schönen Lederabziehprügel. Riemen erfüllt gleich zwei Zwecke. Zum einen kann man sich ungebetene Gäste vom Hof schaffen und zum anderen kann man abziehen. Gut, schauen wir mal gleich, wie gut das funktioniert. Ja, dazu kommt mein schönes Zwilling, dachte ich mir heute mal, so als Abschluss. Und naja, an sich habe ich ja relativ wenig Messervideos hier auf dem Kanal. Von daher heute mal wieder das Messer. Döschen und Täschchen schon mal nach hinten. Messer legen wir mal zum Riemen. Ja, Seife wird heute die Oponita von Saponificio, also mit einer meiner liebsten Seifen, sei es vom Geruch wie auch von der Performance her. Ja, der Abschluss, viele sagen, ist sehr synthetisch. Proraso Sandalwood, ich mag ihn, ich finde ihn einfach toll. Ja, der Lügendetektor darf natürlich auch nicht fehlen. Schauen wir mal, ob wir ihn brauchen. Ja, ansonsten hätte ich hier noch eine recht, ja, unspektakuläre Nom-Schweineborste. Also ist jetzt wirklich ein ganz einfacher, schöner, schlichter Pinsel. Mal gucken, vielleicht muss ich den Griff nochmal ölen. Aber an sich, das Holz hat schon irgendwie was so von Einfachheit. Schade, dass hier oben leider ein schwarzer Ring drin ist. Ich meine, so ein silberner, der wäre mir da ja optisch lieber, aber wäre letzten Endes auch nur aus Plastik. Gut, der wandert erstmal wieder in den Pott. Dann mache ich mal ein bisschen Wasser noch ins Waschbecken. So, der Pinsel, der zieht jetzt schon ein paar Minuten. Die Oponita immer wieder einen Traum dran zu riechen. Ich gehe kaputt. Wobei, wir haben eh das Messer, das heißt, ich muss eh zwischendurch das Wasser abmachen, um das Messer abzuspülen, so ein Wasserbecken ab. Schlackern, mal blöd gesagt, wie mit Mobil ist doof. Ich mach's mal wieder aus. So, der Pinsel ist hier gediegen mal ausgeschüttelt. Und wie wir sehen, ein bisschen Schaumbildung geht relativ zügig. So, zwar noch relativ dick. Meine allseits bekannte Nivea. Ich tunke jetzt noch mal. Der ist jetzt hier so tropfend nass. So, schon geht die wilde Butzi ab. Auch heute ist der Bart wieder so knapp 7 Tage alt, also wieder optimal eigentlich, um mit dem Messer oder einer Charrette dran zu gehen. So, der Schaum steht, der reicht erstmal. Das lassen wir jetzt auch so stehen. Jetzt ziehen wir erstmal das liebe Messerchen ein paar Mal übers Leder. So, und zwar, wie man sieht, das Messer ist minimal schmaler wie das Leder, also ziehen wir mal so ein bisschen diagonal. So, dann geht es jetzt langsam weiter nach einer kleinen Unterbrechung. So, ja, wie man sieht, der Schaum ist leider schon jetzt etwas eingetrocknet. Hat doch was länger gedauert als gedacht. Aber halb so wild. Schluck Wasser. So, das soll jetzt erstmal genügen. Gut, ja, fangen wir erste Runde
an meiner rechten Wange. Mit dem Strich an. So, der Anfang ist ein bisschen kompliziert. Man muss nämlich da versuchen, in den Spiegel und dann noch seine Kotelette zu sehen. Habe ich, aber Messer fühlt sich leider etwas, naja, unangenehm an. Dann machen wir nochmal so das normale Leder. Der breite Riemen ist Diamant bepastet, vielleicht liegt es auch daran. Schon besser. So, wechseln wir mal die Seite. Dann Schaum für Runde 2. So, einmal kurz im Wasser getunkt. Seitenbottich noch mal gerührt. Mal gucken, wie es mal die Seife deinen Tacken dünner anrühren. So, dann schauen wir mal, ob die zweite Runde, zwar gegen den Strich, aber ob die ein bisschen schöner wird. Vielleicht lag es ja auch in der etwas trockenen Seife gerade. So, dann. Das ist schon mal super bis hierhin.
Ja, dann. So. Noch ein bisschen nach. Das ist schön. Das lassen wir so. Ja, ich würde sagen, ich tauche ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, so. Gut, da bin ich wieder. Ja, so die restlichen, ja, was heißt restlichen? So ein paar Pünktchen sind da, muss man zugeben. Ist leider so. Also leider in dem Sinne von, ist jetzt leider so. Nicht, dass das normal wäre. So, dann. Guck mal, was der Stein sagt. Ja, obwohl die Haut ziemlich rot ist an manchen Stellen, sind sie unten wirklich nur so die paar Pünktchen. Aber in letzter Zeit, wie man hier sieht, ist es bei mir sowieso so ein bisschen gereizter. Ja, ich würde mal sagen, der Lügendetektor, ne, da meldet sich einer. Ja, ist an sich alles in allem okay. Das ist auf hier so vereinzelte Kleinigkeiten. Ja, lassen wir das mal so dahingestellt sein. Gut, schließen wir gleich ab, wenn es schon brennt. Warum nicht sofort richtig? Ja, synthetisches Sandelholz, wie der ein oder andere meiner Rasurgruppe schon sagte. Nichtsdestotrotz ein schöner, wullig, naja, minimal gleitender Film. Nehmen wir einfach nochmal einen Schluck. Und gleitet schön danach. Also, die Hand. Ja.
Gut. Aftershave, fangen wir mal einfach da an. Gefällt mir. Ist echt meins. Ich bin eh für so ein bisschen übertriebenere Gerüche. Auch die Obsessive Soap Perfectionist Seifen, also die Orangene und die Zitrone, die ballern ja auch so richtig raus. Oder auch die Tube Slime, die alte. Das sind so Bam-Seifen, die kommen, die knallen, die ja, tun weh in der Nase. Ist jetzt der falsche Ausdruck, aber die sind präsent. Genauso wie die Oponita. Das ist auch so eine ganz eigene Charakteristik, die kommt dir auch sofort entgegen. Ja, die Seife, ja, da möchte ich gar nicht mehr groß zu eingehen. Das ist ja eine meiner Lieblinge. Also, wer eine Saponificico sich kaufen geht, der wird meiner Meinung nach nicht enttäuscht sein. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Ich meine, 40 Euro für eine Seife ist eine Stange Geld, aber die ist schon gut angelegt. Vor allem, wenn man mal überlegt, wie lange das da drin hält. Ist schon eine halbe kleine Ewigkeit. Ja, der Pinsel, ein schöner, einfacher Nom-Holzpinsel. Das ist ja hier die, ich sag mal, Supermarkt-Variante von den Mühlepinseln. Also ist schön. Man muss sagen, er stank nicht. Also es gibt andere einfache Schweineborstenpinsel, die stinken echt nach Schweinestall. Das ist hier nicht der Fall. Von daher würde ich mal sagen, habt ihr echt eine Kaufempfehlung gegenüber so, ja, ich sag mal, wirklich den einfachen DM-Pinseln. Also das Ding hier gibt es in der Drogerie Müller von Schmalenthaler zu kaufen. Der dürfte einen jetzt nicht auffressen. Ja, kommen wir heute zu meinem, ja, Hassliebe ist der falsche Ausdruck. Das ist ein 80er JA Henkels Solingen Germany. Wenn man da vielleicht so halbwegs erkennen kann. Also es hat die Nummer 80, hat hier vorne einen Rundkopf, ist so ein einfaches, recht klassisches Messer. Hier hinten nochmal das Zwillingslogo drauf. Ja. Schöner Fund in so einem, ja, Second-Hand-Laden, den ich mal hatte. Gefällt mir gut. Müsste vielleicht nochmal geschärft werden. Ich weiß nicht, vielleicht war ich jetzt auch beim Ledern einfach nur zu dämlich. Aber ja, suchen wir erstmal die Fehler bei uns selber. Alles in allem war das heute ein guter Jahresabschluss, was das Thema Rasieren angeht. Ja, so komme ich zu meiner Rechtsstopplichkeit. Es war schon mal viel, viel schlimmer. Aber wie sagt man immer, schlimmer geht immer. Ich höre jetzt auf mit den Wortspielen, ist doof. Ja, Reststopplichkeit, da gebe ich mal eine 2. Also es ist alles in allem vernünftig, ist okay. Könnte noch sauberer werden, aber ich meine, dann werden noch mehr rote Punkte stippen. Man muss auch irgendwo so, wenn jetzt der Bartwuchs so wie bei, ja, meiner Art und Weise hier nicht so wirklich so stark auffällt, es sind vereinzelt noch ein paar Härchen zu sehen, aber naja, nichtsdestotrotz. Vernünftige 2 und die würde ich auch liebend gerne für die gesamte Rasur angehen. Also, es geht besser, klar, immer. Auch hier die Ecke, die fehlt noch. Das ist jetzt so ein optischer Makel. Da müssen wir einfach mal ein paar Tage warten. Sieht ein bisschen scheiße aus, wenn ich ehrlich gerade so bin, aber naja, da war ich mit dem Rasierer beim letzten Mal ein wenig zu nah dran und vorhin mit dem Messer leider auch. Naja, egal. Gut, eine gesamte 2. Schöne Sache. Ja, da würde ich mal sagen, wie so oft mein Abschlusswort. Das war's soweit von mir. Euch auf jeden Fall noch einen schönen Restsamstag, einen guten Rutsch, viel Erfolg, viel Glück im neuen Jahr und wir sehen uns bestimmt wieder. Das war's von mir. Auf bald.